Leute, zurück zu dem Let's Play Portal 2. Wir gehen jetzt mal direkt ins Spiel und machen mal beim Kaltstart weiter. In der letzten Folge hat uns diese Olle einfach mal in so ein Loch gekippt und wir mussten nochmal ganz vorne anfangen. Und ich hoffe mal, es lädt jetzt nicht zu lange. Ich sehe gerade 0 FPS. Das ist natürlich mal ziemlich nice. Ah, jetzt geht's wieder hoch. So. Sind wir dann mal endlich bereit? So. Warte mal kurz, das habe ich letztens gemerkt. Das Auto ist viel zu laut. Ich mache es einfach mal ganz runter. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob der Sound zu laut ist oder ob man mich noch hört. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Danke für das Lob. Und jetzt wieder der Ladebildschirm. Trollolol. Lad endlich. So, der Sound ist hier immer noch etwas laut. Ich werde ihn noch weiter runterstellen. Kann man fast gar nichts mehr runterstellen. Wie gesagt, schreibt mal, ob ich es noch leiser oder lauter machen soll. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich muss gerade mal mein Headset lauter machen. Ich hatte sie gerade vor deiner Episode fertiggestellt. Okay. Jetzt höre ich genug. Beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. So. Einer müsste in der Ecke sein. Einer müsste in der Ecke sein. So. Jetzt da hinstellen und dann kann ich den Laser wieder aufnehmen und in das Teil schicken. Noch ein bisschen nebendran. Immer noch nebendran? Achso, ich hab den. Stimmt, man kann das ja durchsehen. Und, boah. Hol ihn. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und was testen wir nicht einmal? Das testen wir nicht. Was testen wir denn nicht? Apertura Laboratories. Das sind ja noch die leichten Level. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Und hier sieht man auch immer, was man in dem Level machen muss. Finde ich auch recht gut.
Noch 22 Level, dann ist die erste Episode zu Ende. Okay. Alter. Probleme? Wo ist denn hier noch so ein Teil? Ich komme hier nicht mehr. Ah doch, ich komme einfach ganz. So. Oh, geil, das funktioniert sogar. Wo ist der Strahl hin? Zeit. So, der muss. Der muss hier hin. Gratuliere, hier. Nicht zum Test. Die meisten Danke. Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Danke. Danke für die Komplimente. So. Jetzt würde ich mal sagen. Nächstes Level. Dam, da, dam. Moment. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, nö, was ganz du sicher tust, nicht. Wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. So. So, dann bleibt es stehen, wenn ich das wegmache. Das mache ich dann gleich. Sobald das Teil hier ist. Und Leute, ich habe das Spiel selbst mal vor einem Jahr gespielt. Ich habe so wirklich gar keinen Plan, wie das hier wirklich nochmal ging. So, die Hauptszenen, die weiß ich noch. Aber mehr auch nicht. Muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit oh das Gott, klar der Block. Ist, du musst nicht so langsam gehen. Alter, was hier alles durchfällt. Na, hier kommt er schon. Sehr beliebter Aufzug. Und dann wieder der beliebte Ladescreen. Und ich sehe hier gerade noch 7 Minuten. Das geht hier alles wie am Schnürchen hier durch. Ich freue mich schon auf die schweren Level, weil da werde ich so richtig abkacken. Boah, mach doch mal deinen Müll weg. Danke. Dieser so. Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar Achtung. Nicht. Also dann viel Glück. Test, das war falsch. Ah, das war schon wieder falsch. Ich muss den irgendwie treffen. Schon wieder zu früh. Ja, ich hab ihn erwischt. Du atmest übrigens keine echte Luft. Ach nee. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Geiz halt. Das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, sehr interessant. Das wollte ich jetzt wissen. Ich find's so dumm, wenn die Level so kurz sind und die Ladezeiten trotzdem noch lang. Bei großen Levels verstehe ich's ja, aber bei so Dingern... Als das könnten sie mal ändern. Was gibt es im nächsten Test? In Portal 3. Plattformen. Katapult-Plattform. Viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Katapult. Ich muss jetzt den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine.
Ja, mach mal weg hier. Danke. Hopp jetzt. Danke. So. Einfach mal durch. Ups. So, ich kill mich jetzt mal. Das muss das sein. Weil ich will wieder ans Anfang des Levels gefördert werden. So. Okay, da muss er ganz schnell reagieren. Test? Oh, Katapultplattformen. Ja, komm, Olle. Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt das in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Na, gucken, kannst ob ich es von hier machen kann. Das eine kann ich machen. Ich mach's einfach so direkt. Ins Rechte muss ich machen. Schießen. Jetzt hab ich's. Ich hoffe nur, das reicht jetzt auch. So. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Danke. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Okay, jetzt kommst du zu mir geflogen. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Hör auf mit dem Müll. Alter. Jetzt kommt aber. Es kommt kein Müll mehr mit hier. Komm, flieg endlich. Komm. Komm zu Papa. Yes. Wie soll ich bitte schön da hinten hinkommen? Hä? Ah. Da oben? Müssen wir dran schießen können? Ja. Bitte, treff. Ja, gut. Getroffen. Der Babu hat getroffen. Als ich von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Oh. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum du bist ja mal würde. Echt mir ein Schelm. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Danke. Was die für Komplimente austeilt. Also das ist ja echt bewundernswerte Frau. Und wie ironisch sie sein kann. Du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschrecken. Trollolol. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Nö, aber eine interessante gar nicht. Tatsache, nicht wahr? Du weißt gar nicht, was das war. Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Oh. Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Ja, danke. Hast du mir noch einen gibt? Oh nein. Schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Wie kann ich das Ding da reinmachen? Geht doch. Warum ging das andere nicht? Hoffe, der immer da durchguckt. Wupp. So, jetzt brauch. So. Wo haben wir eine weiße Bleche? So, jetzt hab ich ihn. Okay. Hier kommt man auf den hier. So, den hier runter irgendwo hin. Und dann einfach mal treffen. So. Und dann das Blaue da hinten hinschießen und nochmal treffen. Woohoo! Let's go!
Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Okay, damit wäre die dritte Folge auch schon wieder rum. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.